Ja, also willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und vielleicht erzähle ich ein bisschen, was mich antreibt, mich so intensiv um die Rechte oder um unsere Rechte zu kümmern. Mein Ziel ist es, dass die Volksseele wieder aufsteht, dass sie mit Leben erfüllt wird, dass sie mit Kraft gefüllt wird. Die Menschen, die ich jetzt sehe, die haben, obwohl sie klüger sind als ich, obwohl sie viel gebildeter sind als ich, obwohl sie viel geschickter in vielen Details und Ausbildungen sind als ich, weniger Mut und weniger Kraft, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Und aus diesem Grund bin ich eigentlich aufgestanden. Ich bin aufgestanden, weil ich mir die Rechte zurückholen will für die Menschen hier vor Ort. Und was mich motiviert hat, ist eigentlich der Schreck, dass sich da niemand drum kümmert. Dass sich niemand ein Leben Zeit nimmt, das riskiert, dass niemand sich den Namen oder seinen eigenen Namen einfach mal ins Feuer stellt und riskiert, alles zu verlieren, damit es den nächsten Generationen besser geht. Und dieses Recht wieder zu verankern, was es den Menschen wieder schöner und bequemer macht, was es den Menschen wieder kreativer und stolzer werden lässt und die nächsten Generationen gesünder wieder hier leben lässt, das ist meine Motivation.